Bevor es mit dem Guide losgeht, noch ein Angebot für euch. Im Real Life bin ich, der Samira, kein Streamer, kein YouTuber. Nein, im Real Life bin ich Versicherungsfachmann. Und ich berate und betreue meine Kunden in allen Versicherungsangelegenheiten. Ich bin persönlicher Ansprechpartner und kümmere mich, wenn der Ernstfall eintritt. Ich biete euch Absicherungen in den Bereichen Hausrat, Haftpflicht, Kfz, Rechtsschutz, Gewerbe, Berufsunfähigkeit, Unfall, Zahnersatz, Risikolebensversicherung und Baufinanzierung. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch bei mir, wie wisst ihr ja. Und nun viel Spaß mit dem Guide. Ciao. Hallöchen, Hallöchen zusammen. Ja, heute beschäftigen wir uns mal mit einem Thema, das sehr viele Spieler beschäftigt, so gut wie jeden. Und jeder Anfänger, würde ich behaupten, doch jeder Anfänger hat damit am Anfang Probleme. Ist nämlich Bergbau, Mining, Mining-Schiffe, Ausrüstung, Zuweisung, Einstellung, tralala. Ich habe in einigen Guides schon immer mal viele Optionen, was man machen kann, angesprochen. Aber jetzt wollen wir uns doch mal explizit damit befassen, mit diesem Thema. Denn die Fragen kommen täglich. Die kommen täglich von Spielern, die Probleme haben. Und deswegen gehen wir das heute einfach mal durch. Wir würden, es gibt drei, na eigentlich sogar vier Möglichkeiten, Mining zu betreiben. Und wir werden uns die nach und nach angucken, wie das alles eingestellt wird. Aber für den Anfang brauchen wir erstmal ein Mining-Schiff. Also kümmern wir uns erstmal darum, ein Mining-Schiff holen, das ausrüsten, was muss es ausgerüstet haben. Ja, und dann gehen wir mal los und schauen, was wir damit tun können. So, wie ihr hier schon sehen könnt, sind hier ganz viele Bergbauschiffe unterwegs in meinem Spiel. Und da sind ganz viele rote Schiffe. Das sind Karkschiffe. Oh, das sind diese kleinen, fiesen Kakerlaken, gegen die ihr nur sehr wenig tun könnt. Ihr könnt sie nur temporär ausschalten. Dazu hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Und ja, die greifen eure Miner an. Und das ist einfach so. Es gibt insgesamt 5 Kark-Installationen und wenn eine in der Nähe ist, gibt es noch eine Raid-Station und eine sehr kleine, sehr weit entfernt versteckte. Und die sorgt dafür, dass hier unentwegt Karkschiffe nachspawnen und eure Mining-Schiffe angreifen. Und je mehr Mining-Schiffe in dem Sektor sind, desto mehr Karkschiffe kommen. So, ja. Also, was heißt das? Ja, baut keine M-Miner. Baut einfach keine M-Miner. Wenn ihr erst ganz früh am Anfang seid, okay, ein M-Miner kostet ja nicht viel für 1 Million oder noch weniger mit schlechter Ausrüstung, ja, dann ein paar hunderttausend, ist okay. Die haben sich schnell amortisiert, aber wenn ihr wirklich langfristig mit den Minern Bergbau betreiben wollt, holt euch L-Miner, die großen, weil denen ist das völlig egal. Ihr seht ja hier, der eine Miner, der wird hier von 2, 4, 6, 7, 7 Karkschiffen belästigt. Und das interessiert ihn einfach gar nicht. Das interessiert ihn nicht. Es ist ihm egal. da es gerade passt, ihr müsst nur aufpassen, dass hier, also Rechtsklick auf den Miner, Informationen, Einzelanweisung und das Standardantwort auf Angriff nicht unbedingt nach eigenem Ermessen, so habe ich das gemacht, damit die Kampfschiffe auch dann zurückschießen. Hier könnt ihr einfach ignorieren, ne? Weil sonst Standardeinstellungen sind nämlich fliehen und fliehen würde jetzt bedeuten, dass die ständig versuchen abzuhauen, boosten auch noch ihre Schilde weg und das ist natürlich sehr kontraproduktiv. Der soll Bergbau betreiben und sich nicht die ganze Zeit hier im Fluchtmodus befinden. So, das nur mal eingangs mal was zu den Kark, die euch auf jeden Fall belästigen werden. Früher oder später, da kommt ihr nicht drum rum. So. Dann schauen wir mal. Schöne Bergbauschiffe. Also ich nehme gerne von den Paraniden hier in Dreieinigkeit 3 Schiffswerft. Also L-Schiffe könnt ihr nur an der Werft bauen. Ja. Größe L. Die haben Chitonius. So, ich nehme Chitonius, Mineralien, Angreifer. Immer. Und die statten wir jetzt mal aus. So, habe ich schon Standard, habe ich mir das Layout gespeichert. Schilde ist klar, die dicksten, die diese haben. Wenn ihr die natürlich noch mit Terraner-Schilden ausstattet, dann sind die natürlich noch viel, viel widerstandsfähiger.
Ich habe bisher in meinen 12 Ingame-Tagen noch keinen einzigen L-Miner verloren und die haben alle nur diese Paraniden-Schilde, MK2. Also es reicht. Und ja gut, die Dinger hier, die Schubdüsen, da reichen echt die billigsten, weil sonst würde das Schiff nämlich nicht 3 Millionen kosten. Ihr seht, da würde es 8 Millionen kosten. Das ist völlig übertrieben, braucht ihr nicht. So, Schildkomponenten haben wir schon. Genau, die Antriebe, paranidische, ist klar, so, die fliegt 260, das ist okay. Haben ein schönes Feststofflager oder bei Garsten halt Flüssigkeitslager von 32.000. Das heißt, jetzt mal auf Silizium, sind 3.200 Silizium, die er einsammeln kann. Andere Miner, da hat jeder so seine eigenen Werte, da könnt ihr gerne mal auf meinem Blog in meine Schiffsliste gucken. Ja. Hat jeder seine eigenen Werte. Für mich ist auf jeden Fall erstmal Geschwindigkeit und dass sie viel laden können. Wichtig. So, Geschütztürme. Schurfen ist klar. Schurflaser müssen drauf. Geht gar nicht anders. Und hier auch Schurfen, Schurfen, Schurfen. Der hat also keine Waffe. Ringsrum alles Bewaffnung. Schurflaser. Und damit können die Geschütztürme auch mithelfen, die ganzen Brocken zu zerkleinern. Und dann geht das ab. Alles gleich hin. So, Software ist klar. Das, was ihr braucht, haut er da drin. So, jetzt kommen wir zu den Drohnen. Drohnen, Drohnen. Ich nehme mittlerweile keine Frachtdrohnen mehr. Ihr müsst nur aufpassen, dass eure Stationen, also NPC-Stationen haben die sowieso, aber dass eure Stationen, und höchstwahrscheinlich werdet ihr mit diesen Minern eure eigenen Stationen versorgen wollen, dass ihr Frachtdrohnen drauf habt. Also mindestens 10 bis 20 Stück. Kann ich auch gerne nochmal ein Video zu machen, wenn das gewünscht ist. Haben beide keine Frachtdrohnen. Dann können auch keine Waren transportiert werden. Das sind keine M-Schiffe, das sind L-Schiffe. Die brauchen auch die großen Undock-Piers, wo die andocken können. Und da müssen halt die Frachtdrohnen wirklich hin und her fliegen und die Fracht vom Schiff runter transportieren auf die Station oder umgekehrt. So, deswegen Frachtdrohnen hier raus, weil wenn beide das haben, dann gibt es öfter mal kleine Problemchen, wo dann, ja, dann haben die einen kritischen Zustand und dann hängen die fest. Die lösen sich zwar auch wieder, aber das, ich habe die Erfahrung gemacht, ohne Frachtdrohnen beim Schiff, dafür nur auf der Station, läuft super. So, Bergbaudrohnen, ist klar, 9 von 10, eine Reparaturdrohne ist nie verkehrt, ja, lass mal eine drauf und 9 Bergbaudrohnen, die sammeln das von den Bergbaugeschützen, zerkleinerte Mineral, sammelt die dann ein. Also die starten richtig schön hier oben raus aus den Docks und sammeln das ein, das Zeug, und bringen es wieder ins Schiff. So, das funktioniert unter 4.0 meistens nicht so gut, wenn man im Sektor ist. Deswegen sollte man sich möglichst nicht sehr lange in einem Sektor befinden, wo seine ganzen Mining-Flotten unterwegs sind und minern. Funktioniert out of Sektor aber immer wunderbar, zuverlässig, da sind die Drohnen, die werden nicht mal berechnet, das funktioniert alles, ohne dass ihr was tun müsst, wenn das alles richtig eingestellt ist. So, also die Ausstattung haben wir, natürlich braucht ihr noch ein bisschen Crew, ich nehme die Hälfte, ihr könnt auch volle Hütte nehmen, je mehr Crew drauf ist, desto schneller repariert sich die Hülle, wenn mal Hüllenschaden ist, oder, meinert das Mining-Schiff auch ein bisschen schneller. Das ist jetzt nicht so viel, aber sie minern auf jeden Fall schon mal schneller, wenn volle Hütte, Service-Crew ausgelevelt, die leveln ja auch, ja, an Bord sind. Also ist das nie verkehrt, die einfach mal mitzunehmen. So, und das wär's dann schon. Der von vielen Spielern bevorzugte Miner ist die Lindwurm. Gibt es bei den Split zu kaufen. Wir gucken uns die mal an. Die Lindwurm-Mineralien. Die Split-Schiffe, die sind schwerst bewaffnet und verdammt schnell. Das hat einen riesen Vorteil. Und hat aber nur 20.000 Feststofflager. Statt 32.000 wie die Stonius. Ist schon ein Unterschied. Aber wenn wir jetzt mal hier die Lindwurm ausstatten, dann kostet die hier tatsächlich auch nur 3,3 Millionen, kostet das gleiche.
ist aber dafür um einiges schneller. Um einiges. Man muss halt hier auch ein bisschen aufpassen, was man tut. Denn wenn man jetzt hier die Allround-Schubdüsen reinklatscht, dann kostet das Ding auch über 8 Millionen. Dann immer die kleinen Dinger nehmen. Schilde, gut. Haben ein Schild, das reicht denen aber völlig aus. Hier, das sind 40.000 Schild. Und man kann das Ding richtig gut bewaffnen. Am besten ist es bei den Gassammlern, weil die keine, da kann man die Geschütztürme komplett mit Waffen bestücken. Und die haben echt eine Menge Waffen drauf. Und das ist eine richtig coole Sache. Ihr seht das hier schon, die Geschützgruppen und die Ems, die haben immer zwei Geschütze drauf. Deswegen habe ich hier zum Beispiel Flak. Hier kann man gar keine Bergbaugeschütze draufpacken. Also 8-mal Flak drauf. Gegen alle möglichen, also gegen Kark ist das echt... Ha, das juckt den gar nicht. Macht alles platt, macht der kleine Scheiße. So, jetzt muss ich mich aber echt mal hier ein bisschen hin, weil ich bin schon bei 10 Minuten, wa? Wir haben noch nicht mal angefangen. Ha, ist ja der Wahnsinn. So, jedenfalls hat er zwei Schurflaser und hier könnt ihr gleich wieder genau das gleiche machen. Ja, Bergbaudrohnen, bap, bap. So, okay. Wenn ihr einen meiner habt, dann könnt ihr folgende Dinge tun. Als erstes wollt ihr den vielleicht eurer Station zuweisen, damit euer Manager dem Aufträge gibt zum Minern. Ja, das wäre in dem Fall jetzt ganz einfach. Man nimmt sich einfach so einen Miner, macht Rechtsklick auf die Station und dann steht hier für Kommandanten Schürfen. So, wenn wir den jetzt hier reinhauen, dann übernimmt der Manager die Arbeit und ihr könnt daran nichts mehr ändern. So lange, bis ihr den wieder entfernt. Und in der logischen Übersicht sieht man dann, was alles gebraucht wird. Und der Manager macht das aktuell nicht so optimal. Also mit 3.2 funktionierte es, mit 1.0 funktionierte es genauso schlecht wie jetzt mit 4.0. Wir sind leider wieder in der 1.0-Version. Da müssen wir noch ein paar Patches abwarten. Aber es gibt genug andere Möglichkeiten. Also wenn ihr eine große Station habt, die mehrere, ich nehme jetzt als Beispiel die Mineralienminer. Ja? Also wir haben Erz. Wir haben Silizium, wir haben Eis. So, das sind schon mal drei Mineralientypen, die diese Miner abbauen können. Wenn ihr jetzt alle drei Typen braucht auf der Station, dann kann es passieren, dass einer irgendwann vollläuft, der Manager dem Miner trotzdem sagt, besorgt das mal und dann kann er das nicht mehr abliefern. Und dann fällt dem Manager ein, oh, wir brauchen ja noch Erz, Erz ist leer. Und sagt dem Miner, der voll ist mit Silizium, ey, hol mal Erz. Und der sagt dann, wie soll ich das machen? Ich bin voll, geht nicht. So, und damit war es das. Damit stockt eure Produktion. Ihr müsst manuell nacharbeiten. Ihr müsst handeln. Ja? Und das wollen wir nicht. Wir wollen so viel wie möglich Automatismen reinkriegen, wo wir uns nie wieder drum kümmern müssen. Nie wieder. Dafür machen wir das doch. Ja? Ich will doch nicht alle Nase lang hier nachgucken, auch funktioniert mein Komplex noch. Alter, du sollst 100 Stunden lang arbeiten und ich will einfach nur Xenon schlachten, Terraner zermürben oder Paraniden auslöschen. Ja, ich will Action machen. Ich die ganze Zeit hier in der logischen Übersicht verbringen und gucken, ach, da geht ja schon wieder nichts. Nee, also genau das Problem könnt ihr ganz leicht umgehen. Aber wir kommen erstmal noch kurz zu einer Sache. Wenn ihr die Miner der Station zuweist, können diese Miner so viele Sektoren springen, wie der Manager Sterne hat. Am Anfang hat er ja noch nicht viele Sterne, dann können die noch nicht weit springen. Also das hier wäre jetzt ein Sektor, das zählt als ein Sprung. Das sind hier nämlich nur Untersektoren. Also nur dieses große Hexagon, das zählt als ein Sprung. Und dann könnten die hier sammeln. Und die könnten hier mit einem Sprung nebenan sammeln. Ja, aber weiter würden sie nicht kommen. So, der levelt aber sehr schnell, der Manager, da er die EXP, die Erfahrung, all seiner zugewiesenen Schiffe abzieht. Der saugt die ein. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil das Pilotenleveln ist in 4.0 so wichtig wie noch nie. Und damit funktioniert das gar nicht mehr. Weil eure Miner, die leveln nicht. Die geben ihre Erfahrung an den Manager weiter. Erst wenn der Manager voll ausgelevelt ist, das geht relativ schnell, dann leveln auch eure Miner wieder. Was zugegebenermaßen eine geführte Ewigkeit dauert. Deswegen nutze ich eine Mod. Dazu kann ich gerne auch mal ein Video machen, wenn ihr das möchtet.
Ja, so das sind nochmal die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst, wenn ihr einen Miner einer Station zuweist. Jetzt kommen wir zur zweiten. Wenn, und mit dem neuen Ressourcensystem ist das so, die Ressourcen kreuz und quer verteilt sind, die guten Spots, so wie das in meinem Fall jetzt hier ist. Hier oben will ich nicht Miner, weil da sind mir die zu, also ein paar Minern hier, aber die meisten sind alle woanders, weil das ist einfach so ein Riesensektor. Die sind hier viel zu lange unterwegs. Ist ineffizient, ist nichts für mich, mache ich nicht. Bäh. So, hier unten, Frommer Nebel 4. Hier gibt es Methan, Erz und Silizium. Und hier unten gibt es viel Helium. Können wir mal reingucken. Patsch, patsch. Oh, hier haben wir Erz, 80 Millionen, Silizium, 80 Millionen und 1,2 Millionen Erz, Methan. Und das funktioniert super. Und ist nur so ein kleiner Schlauch hier, den kann man auch gut verteidigen. Also immer so kleine Schiffchen hinstellen, die Kampfschiffe, die dann halt die Miner beschützen. So, und hier läuft halt einer rum, der Helium sammelt. In dem Sektor. Und das läuft alles über Verteilerzentren. Das wäre dann Punkt 2 der Einsatzmöglichkeiten. Verteilerzentren sind einfach nur, wir gucken mal hier rein, einfach nur Handelsstationen. Das Spiel nennt die dann, wenn ihr sie nicht umbenennt, so wie ich das gemacht habe, nennt sie auch Handelsstationen. Die haben, dürfen keine einzige Produktionsstätte haben. Die haben nur Containerlager. Das braucht ihr für die Materialien, die ihr für die Frachtdrohnen braucht. Deswegen sollte ein Containerlager, es reicht aber ein S, ein kleines. So, und dann Feststofflager und Flüssigkeitslager. Je nachdem, was ihr macht. Und dann die Docks dran, Frachtdrohnen drauf und schick ist das. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, so wie die Verteilerzentren funktionieren. Hier seht ihr schon wieder Kackschiffe. Ja. Und hier könnt ihr sehen, Verteilerzentrum heißt bei mir Werft Erz plus Helium. Es wird hier nur ein Mineral und ein Gas gefördert. Oder sagen wir mal eine Flüssigkeit, weil das sind ja Flüssigkeitslager, eine Flüssigkeit, Helium. Und damit kann der Manager die Miner nicht durcheinander bringen. Und schon könnt ihr die Miner hier alle zuweisen. Die Minern dann vollautomatisch machen das Lager voll. Ihr müsst natürlich dann immer noch eine Handelsware hier auswählen. Die, die ihr halt haben wollt. Und in dem Fall ist es halt Erz und Helium. Und die beiden sind da. Macht ihr nur Kaufangebot, Verkaufsangebot. Alles automatisch lassen. Helium das gleiche. Fertig. Eingerichtet. Easy peasy chillig. So einfach ist das. Und dann weist ihr einfach nur noch die Miner zu und dann machen die automatisch ihr Ding. Und andere Miner, die müssen dann nur von dieser Station per Wiederholungsbefehl das dann hochbringen. Und so können die Miner unten im Verteilerzentrum hier immer im Belt bleiben, können Minern abliefern, Minern abliefern, Minern abliefern und die anderen sind nur am Hin- und Herkarren. Ist aufwendiger, das einzurichten, aber es ist extrem effizient, was die Mining-Geschwindigkeit angeht. Weil der Miner muss jetzt nicht erst noch durch zwei Sektoren fliegen, um das abzuliefern. In der Zeit wäre der schon wieder voll. Also ist er nur halb so effizient. Das ist so die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, das ist der ganz normale Auto-Mining-Befehl. Der ganz normale Auto-Mining-Befehl. Und den schauen wir uns jetzt mal hier an. So. Da gehen wir mal hier rein. So, wir haben jetzt hier eine Chitonius Gas. Wir können jetzt hier auf Eigenschaften gehen oder Informationen, besser gesagt. Gehen hier hinten auf Verhalten und sagen dem, mach mal automatischen Bergbau. Die erste Option ist immer wählbar. Da braucht ihr 0 Sterne, gar keine Sterne. Fortgeschritten, da braucht ihr dann schon drei Sterne. Da könnt ihr dann ein paar mehr Sektoren weit minern lassen. Und Experte, der kann dann das Maximum, ich glaube fünf oder se ne, fünf Sektoren kann er weit springen und minern. Also verhält sich genauso wie beim Manager, ein Sektor pro Stern, also einen zusätzlichen Sektor. So, und jetzt machen wir automatische Bergbausektor, sagen dem, ja, mach mal Helium. Sollte natürlich auch hier vorhanden sein, weil er kann jetzt nur in diesem Sektor hier arbeiten, weil das 0 Sterne, ja, automatischer Bergbausektor. Das macht immer in dem Fall Sinn. Bestätigen, Batsch. So, und jetzt gucken wir mal. Wir müssen den
den hier noch wegnehmen. Ihr seht hier, hier ist noch hinfliegen und warten Befehl drin. Den könnt ihr hier einfach über das X entfernen. Und jetzt hat er sein Standardverhalten und legt los. Jetzt sucht er sich ein Vorkommen. Batz hat ihn gefunden und legt los. Yeah, und wenn er voll ist, dann sucht er sich ein Verkaufsangebot oder ein Ankaufangebot, besser gesagt, wo er es verkaufen kann. Hier im Sektor. Woanders kann er es nicht, weil er hat ja den Grundlagen-Auto-Bergbau, das Mini-Teil. Und mit diesem Befehl könnt ihr auch anderen Schiffen geben über den Mimic-Befehl. Einfach nachahmen. Ihr könnt auf das Schiff jetzt Rechtsklick machen. Das Benehmen des Kommandanten nachahmen. Und dann macht der genau das Gleiche und ihr habt die Miner in einer Flotte. So, das machen wir aber erstmal wieder rückgängig hier. Das wollen wir nämlich nicht. So läuft das hier gerade bei mir. Hier Miner Erz. Dem sind jetzt etliche Schiffe untergeordnet. Ich muss selber mal gucken. Mein Besitz, da. Da seht ihr, 11 Schiffe sind hier untergeordnet. Und das sind alles Erzminer. Also ihr könnt keine Mineralien oder Gase, verschiedene Rohstoffe mischen. Das geht nicht. Weil der Flottenkommandant kann ja nur eine Sache machen. Und genau die können die anderen nur nachahmen. So, die haben jetzt alle den Befehl, einfach nur zu minern, zu minern, zu minern. Und dann verkaufen die es im Sektor. Und ja, im Sektor. Was ist, wenn die Station, na gut, Sonnenkraftwerk jetzt nicht unbedingt, aber wenn jetzt irgendeine Station, eine Mikrogitterfabrik, Ressourcen brauchen, dann verkaufen eure Miner dahin. Das wollt ihr aber nicht. Ihr wollt ja eure eigenen Stationen beliefern. Das müsst ihr in den globalen Befehlen machen. Da könnt ihr Spielerinformationen, globale Befehle, und dann geht ihr auf Sperrlisten und sagt, Sperrliste, alle Fraktionen beschränken. Ich habe die genannt, ist nicht, weil ist nicht, ihr verkauft es nicht an andere, ist einfach nicht. Ja? Speichern, fertig. Und dann geht ihr einfach in das Schiff rein. Moment, wir gehen wieder zurück, wo wir eben waren. Natürlich immer den Flottenführer, weil die anderen, die übernehmen auch diese Einstellungen. Die übernehmen komplett die Einstellung. Und das ist richtig genial. Da braucht ihr nämlich nicht viel tun. So, Einzelanweisung, Sperrlisten und Quatsch. Sperrlisten und hier unten Handelsbeschränkung ist nicht. Ja, sonst wäre aus standardmäßig. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ist nicht. So. Und die Untergebenen, die übernehmen das. Und damit funktioniert das. Dann wird das hier an die Station verkauft, an eure eigene geliefert. Ja, und dann habt das. Das ist die Option Nummer 3. Die macht sich halt sehr, sehr gut, wenn die Ressource im selben Sektor wie die Station ist. Macht sich das Bombe. Alles andere, was außerhalb ist, würde ich immer über Verteilerzentren machen, um sich einfach den Weg zu sparen, den die Miner fliegen müssen. Wenn die Miner erst 1, 2, 3 Sektoren fliegen müssen mit vollem Laderaum, wie ineffizient ist das? Das könnt ihr euch doch vorstellen. Ist doch viel besser, Verteilerzentrum, zack, hier, Minern abwerfen, Minern abwerfen, Minern abwerfen, boom, boom. Richtig schön. Ha. Profite, Profite. Noch eine Kleinigkeit zu den Ressourcensonden. Da gibt es immer viele Diskussionen. Schmeißt einfach eine Ressourcensonde in den Sektor rein und dann ist gut. Keine Diskussion mit diesen blöden Ressourcensonden. Einfach eine reinschmeißen und die arbeiten. Wenn ihr die überall hinschmeißt, dann meinen die, wenn sie halt in Reichweite der Ressourcensonde sind, ein bisschen besser. Ja, gibt es nochmal einen kleinen Bonus sozusagen. Aber macht das einfach. Und wenn ihr dem Manager Mining-Schiffe zugewiesen habt und die Miner nicht hier im Sektor, sondern fliegen dann plötzlich hier runter und wollen hier minern, was ihr aber gar nicht wollt, dann müsst ihr hier die Ressourcensonden wegnehmen. Dann machen sie es wieder da. Weil, wir erinnern uns, Manager hat Sprungreichweite für die Miner, wie er Sterne hat. Und das Leveln könnt ihr ihm leider nicht verbieten. Und ihr könnt diese Sprungreichweite auch nicht einstellen, weil es ist alles Manager-Sache. Da habt ihr eure Finger nicht mehr im Spiel.
Okay, das war das. Jetzt haben wir noch eine vierte Sache, die ich persönlich nicht empfehle. Aber auch möglich ist. Ihr könnt tatsächlich über Wiederholungsbefehle Bergbau betreiben. Ihr könnt einen Rechtsklick auf einen Miner machen und könnt... wir müssen erstmal in die... erstmal alles entfernen. So, dann Informationen. Verhalten. Und ihr sagt ihm... Oh, Moment, ich level den mal schnell. So, dafür braucht er einen Stern. Wiederholungsbefehle bestätigen. So, und alle Befehle, die ihr ihm jetzt gebt, wird er immer wieder ausführen, bis er irgendwann zerschossen wird, ihr das Spiel deinstalliert oder whatever. Oder es nicht funktioniert. Oder die Zielstation ist kaputt. So, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hier Rechtsklick, Bergbau, Erz, Boom. Fliegt er dahin, minert und wenn er damit fertig ist, wird das verkaufen. Wenn ihr dann wieder ist nicht sagt, in den globalen Befehlen, verkauft das an eure Station. Funktioniert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, jeder Bereich hier auf der Karte im Sektor hat eine gewisse Dichte. Und wenn der jetzt hier einen schlechten Spot hat, dann wird er wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig minern. Wenn er einen guten Spot hat, wird er ein bisschen mehr minern. Aber irgendwann ist das halt aufgebraucht. Und das ist sehr schnell in so einem kleinen Gebiet. Und dann fliegt er halt mit, weiß ich nicht, 20% Ladung zu eurer Station, wirft es ab und fliegt wieder genau dahin, wo ja gar nichts mehr ist, wo er schon alles aufgesammelt hat. Also muss er dann sozusagen warten, bis der Respawn kommt, der Ressourcenvorkommen. Also bei kleinen ist es eine Stunde, bei großen Vorkommen dauert es 4 Stunden, bis die komplett respawned sind. Und dann kann er erst wieder minern. Natürlich könnt ihr jetzt auch sagen, hier, Patsch, mach mal hier. Und nochmal, muss aufpassen hier, Silizium, zack, ihr könnt Bergbau, Silizium, ihr könnt auch verschiedene Sachen, könnt ihr alles machen, dann minert er hier und wenn hier nichts mehr ist, fliegt er dahin oder bis er voll ist und dann verkauft es. Geht alles, ist aber Schwachsinn und warum das Schwachsinn ist, habt ihr, denke ich mal, verstanden, weil das immer nur in einem Bereich ist, macht keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen macht es nicht über Wiederholungsbefehle. Das funktioniert nicht sehr effizient. Weil hier suchen sich die Miner immer automatisch tolle Punkte aus. Ja, und wenn die Ressourcensonden da sind, sowieso. Die fliegen dahin, wo das Zeug ist, was sie abbauen wollen. Oder besser gesagt, sollen. Also schreibt den Minern nicht vor, wo sie in einem Sektor minern sollen. Das ist ineffizient. Das machen die schon an ganz alleine. So, und jetzt noch zum Schluss. Warum ist das Leveln so wichtig? Die Gesamtfähigkeit sind hier bei mir 4 Sterne. Das heißt, der hat 400% Sammelgeschwindigkeit. Ich hatte das mal getestet. Mit jedem Stern kriegt er 100% Sammelgeschwindigkeit vom Grundwert dazu. Und... deswegen ist es enorm wichtig, seine Piloten zu leveln. Und es gibt kaum Möglichkeiten, das zu tun. Außer eben über diese Seminare. Weil durchs Minern an sich werden die auch nach 100 Stunden keine 4 Sterne haben. Nein, werden sie nicht. Auch da bitte keine Diskussion, das haben wir schon so oft gehabt. Ist einfach so. Und ja, es gibt die Möglichkeit, eine Flugschule zu bauen übers Terraforming. Das ist aber... Endgame und nein, ich habe bis dieser Mist, was es einfach mal ist, behoben ist, nutze ich Mods. Ich habe eine Mod, Trader Seminars, mit der kann ich mir die Seminare kaufen. Ich level die Piloten und damit sind sie effizient. Ansonsten bräuchte ich für die gleiche Station hier, also für die gleiche Station, die ich hier habe, das ist eine Terranische, die braucht halt sehr viel Ressourcen. 8-mal Computronik-Substratfabrik. Wer sich damit auskennt, der weiß, wie viele Miner man da braucht. Ich brauche 2 gelevelte Miner pro Computronik-Substratfabrik. Habt ihr keine gelevelten Miner, braucht ihr mindestens 8 Miner pro Fabrik. Also pro Einzelmodul. Also ich müsste hier, von dem, was ihr hier seht, während die alle ungelevelt, mindestens viermal so viele Schiffe haben. Das ist total verrückt. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich eine Mod nutze und auf die Ventures, wenn sie mal kommen,
Scheiße. So. Ja. Damit hätten wir es eigentlich. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Ich habe jetzt tatsächlich eine halbe Stunde geschnattert. Mein Mund ist ganz trocken. Das ist ja verrückt. Das ist ja wie abends im Stream. Aber es sollte alles erklärt worden sein. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Ja, und ansonsten abends bin ich immer auf Twitch unterwegs. Da könnt ihr auch live fragen. Dann kann ich euch das auch zeigen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im X-Universum. Und eine hohe Frusttoleranz. Es macht trotzdem Spaß. Wenn man die Frustschwelle überwunden hat, dann macht das Spiel einfach mal Spaß. So, alles klar, Leute. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.